Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Rubrik von Kundes Karlauern. Ich darf vorstellen, Pia Wolter, unser junges Talent aus Bremen und Sarah Dorsun, unsere nicht mehr ganz so junge Mitspielerin aus Essen. Schade. Kurz zu den Spielregeln. Ihr habt unter euren Plätzen eine Flasche Wasser. Die führt ihr dann bitte zum Mund und behaltet es im Mund. Und ich erzähle euch währenddessen mehr oder weniger lustige Witze. Ich spuck das hier beim Herz zum Beispiel raus. Hundeskunde, was sagt? Richtig viel, ordentlichen Schluck. Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus. Habt ihr überhaupt noch Wasser im Mund? Wie heißt die Frau von Herkules? Fraukules. Na komm, weiteratmen. Immer ruhig weiteratmen. Ich weiß gar nicht, welches Kind meine Frau meint, das ich angeblich so unfair behandle. Thomas, Anton oder das fette Hässliche? Ein bisschen läuft schon. Boah, ist der Junge da drüben hässlich. Das ist mein Sohn. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin auch seine Mutter. Aha. Der war so schlecht. Fand ich auch. Na, dann leg mal nochmal nach. Immerhin habe ich dich nicht angespuckt. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Treffen sich zwei Ziegen, fragt die eine, gehst du heute auch zum Ball? Die andere, nein, ich habe keinen Bock. Das kam ein bisschen aus der Nase, oder? Was ist schwarz-weiß und sitzt auf einer Schaukel? Ein Schwinguin. So, jetzt passt auf. Was ist das Gegenteil von Katalog? Kata sagt die Wahrheit. Geht aber schon gut. Kann weitergehen? Warum hast du nur mich angeguckt? Boah, ich wusste, dass du das schon wieder verlierst. Es steht übrigens schon 3-0. Das ist unfair, du bist parteiisch. Oh, es gibt Applaus. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ist. Das weiß ich auch nicht. Ah, alles wieder gut? Wo wohnen die meisten Katzen? Im Mietshaus. Was ist das Gute daran, wenn ein Vogel dir auf den Kopf kackt? Das Gute ist, dass Kühe nicht fliegen können. Ich sehe schon langsam das 4-0. Was ist ein arbeitsloser Hollywood-Star? Morgan Freeman. Was macht man mit einem Hund, der keine Beine hat? Du hast doch einen Hund, ne? Um die Häuser ziehen. Jörg Schmidt, das bin ich, macht nicht das Licht an, sondern erst dunkel aus. Wie viele Liegestütze schaffe ich? Alle. Okay, der Katalog ist zu Ende. Ich mache jetzt noch einen eigenen Witz. Geht. Sagt. Oh.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das Spiel ist eindeutig ausgegangen. Also, sowas von eindeutig. Sarah Dorsun hat keinen Humor. Genau, ist so. Du hast keinen Spaß am Leben im Gegensatz zu mir. Nein, ich kann mich beherrschen. Und wenn die Diskussionen hier beendet sind, verabschiede ich mich und heiße Sie dann nächste Woche zur nächsten Folge von Kulis Karlauern wieder willkommen. Oh nein, dieser Name! Du brauchst mal eine Abkühlung.